In München gab es um 1900 eine literarische und künstlerische Subkultur, die Bohème. Zentral ist hier eine Rebellion eigentlich gegen die Normen und Moralvorstellungen in der bürgerlichen Gesellschaft, denen man dann seine ganz eigene antibürgerliche Lebensweise entgegensetzt. Dazu gehört zum Beispiel, dass man eine Einheit von Kunst und Leben eigentlich schaffen will, aber auch, dass man nach ganz anderen, nach neuen Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft sucht. Dazu gehört auch, dass sich viel von dem, was vorher im privaten, im abgeschlossenen Raum passiert, in die Öffentlichkeit verlagert, dass zum Beispiel Treffpunkte wie hier das Café Stephanie oder die Künstlerkneipe Simplicissimus oder auch die unbekanntere Kneipe Der bunte Vogel eine ganz zentrale Rolle spielen, einerseits für die literarische Produktion, aber auch für den Lebensentwurf der Protagonistinnen.